Ja, danke schön. Leider in Abwesenheit der zuständigen Senatoren, wie ich feststelle, kommen wir jetzt, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, zu unserem Antrag. Wie in anderen Bereichen auch lebt Berlin bei der Schulentwicklung planlos. Der vorliegende Schulentwicklungsplan des Landes Berlin stammt aus dem Jahr 2006 und endete 2011. Seitdem wird der Opposition, die hier immer wieder nachfragte, quartalsweise die Vorlage versprochen, aber es kam nichts. Gegenwärtig fehlt jeglicher Orientierungsrahmen für die Schulentwicklungsplanung der Bezirke. Und dadurch sind wir mittendrin im Chaos, in das die Bezirke in ihrer finanziellen Verantwortung und in ihrer Verantwortung für die Schulgebäude gestürzt werden. Denn da kommt es zur Kollision mit einer gesamtstädtischen und zukunftsorientierten Steuerung durch das Land Berlin. Da werden im Bezirk Mitte in Nähe der Bezirksgrenze zu Pankow seit Jahren Schulen aus dem Fachvermögen abgegeben und verkauft oder fremdvermietet, obwohl Pankow nicht weiß, wo die immens wachsende Schülerzahl untergebracht werden soll. Ob Pankow hier vorsorglich hätte handeln können, das mag ich nicht wirklich glauben, denn die Schule ist ein Produkt und damit der KLR unterworfen. Und so entstand über die letzten Jahre eine völlig paradoxe Situation. Obwohl in den Bezirken klar war, dass die Schülerzahlen wieder enorm wachsen werden, haben sie unter dem Haushaltsdruck Schulen schließen und abgeben müssen. Und nun wissen die Bezirke Lichtenberg, Pankow oder Marzahn-Hellersdorf zum Beispiel nicht, wohin mit der zunehmenden Schülerzahl. Statt wie in Pankow zuzulassen, dass eine deutsch-griechische Europaschule geschlossen wird und Gemeinschaftsschulen wie die Wilhelm von Humboldt trotz eindeutiger Beschlusslage keine Gebäude für den Aufbau der Abiturstufe bekommen können. Statt wie in den meisten Bezirken immer mehr Klassenzüge in Grundschulen aufzumachen und dem Hort die Räume wegzunehmen. Statt Musterraumprogramme nur auf Neubauschulen anzuwenden. Statt Probleme in ganz Berlin nun über Schulergänzungsbauten lösen zu müssen. Statt in Kauf zu nehmen, dass Flüchtlingskinder in ihren Heimen unterrichtet werden, hätte rechtzeitig durch eine gesamtstädtische Steuerung eingegriffen werden müssen. Der Senat muss Verantwortung übernehmen und den Prozess der bedarfsgerechten Schulentwicklungsplanung für die ganze Stadt steuern, unverzüglich, transparent und mit demokratischer Beteiligung. Und das betrifft eben auch die geltende Praxis, die die Bezirke finanziell benachteiligt, die die Schulplatzentwicklung nachhaltig und über Bezirksgrenzen hinweg planen wollen, die aus pädagogischen Gründen kleinere Klassen einrichten wollen oder die, die alte Schulgebäude besitzen. Bisher wird nur unzureichend oder gar nicht der besondere Bedarf für den Ganztagsbetrieb, für die Inklusion, für die Beschulung von Kindern in Willkommensklassen oder für besondere pädagogische Konzepte beachtet. Im Gegenteil, die Bezirke werden gezwungen, aus kurzfristigen finanziellen Erwägungen Einschnitte im Schulnetz vorzunehmen. Das ist inakzeptabel und auch aus finanziellen Gründen fragwürdig. Denn die aktuellen Schülerzahlen in Berlin belegen und ihre Entwicklung belegen, wie schnell aus zeitweiligen Überkapazitäten Engpässe in der Schulplatzversorgung werden, die durch teure Neubauten und oder die aufwendige Reaktivierung von aufgegebenen Schulstandorten behoben werden müssen. Im Interesse der Schülerinnen und Schüler fordert unser Antrag, den Landesschulentwicklungsplan ohne weitere Verzögerung vorzulegen und bevor das nicht geschehen ist, keine Schulschließung mehr zuzulassen. Wir fordern die Überarbeitung des Musterraumprogramms und die Klarstellung, dass gute Bildung wichtiger ist als die Kosten-Leistungs-Rechnung.